Willkommen bei Technikbau und einer neuen Anleitung. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr die Cookies und die Datenschutzbestimmungen eures Panasonic-Fernsehers alles einstellen könnt. Nach dem Intro legen wir wie immer gleich los. Wir wurden ja letztens gefragt, wo finde ich die Datenschutzbestimmungen und die Cookies, um das Ganze zum Löschen, und das wollen wir euch heute eben zeigen. Auf der Fernbedienung die Menütaste, dann scrollt ihr hier runter bis zu diesem Punkt Setup und hier nach rechts, hier gibt es diesen Punkt dann Datenservice Anwendung. Da müssen wir jetzt rein und hier gibt es jetzt verschiedene Punkte, die wir euch zeigen wollen. Mit diesem Punkt hier Service könnt ihr festlegen, bei welchem Sender HBB aktiviert wird. Das heißt, wenn wir auf OK klicken, dann könnt ihr hier entweder mit grün alle ein, gelb alle aus und mit blau könnt ihr hier selber bestimmen, ob das aktiviert sein soll oder nicht. Ihr könnt es aber auch so machen mit Pfeiltaste nach rechts. Das ist der erste Punkt. Wir gehen zurück. Startgenehmigungen löschen. Hier könnt ihr die Genehmigung wieder löschen, das heißt für die Sender, die ihr vorher eingestellt habt, könnt ihr hier alles löschen. Der nächste Punkt ist hier Datenschutzeinstellungen und hier haben wir Benutzer definiert. Bei euch ist es wahrscheinlich hier noch niedrig und wenn ihr das Ganze auf niedrig habt, dann ist alles andere grau hinterlegt, das heißt ihr könnt das nicht anwählen. Um das Ganze zu ändern, eben auf Benutzer definiert und erst dann könnt ihr hier zum Beispiel zu diesem Punkt gehen, Cookie speichern. Wie ihr wisst, auch hier werden Cookies gespeichert, ist bei mir auf Aus. Ihr könnt diese dann manuell löschen. Dann gibt es die Kein-Tracking-Einstellung, also Do Not Track. Da gibt es den Modus 1, Modus 2 und auch den Modus 3. Modus 1 werden Webseiten informiert, dass Tracking erlaubt ist. Beim Modus 2 werden Webseiten eben informiert, dass Tracking nicht erlaubt ist. Und der dritte Modus ist nichts anderes als sende keine Informationen mehr. Und dann gibt es auch noch die Unique Device ID. Das ist nichts anderes wie eine IP-Adresse zum Beispiel. Das heißt, der Fernseher kann zum Beispiel identifiziert werden im Netz und welches Modell das ist. Ja. Das ist jetzt bei mir auf Aus. Ihr könnt das auch auf Ein. Und zusätzlich habt ihr Unique Device ID zurücksetzen. Wenn ihr das macht, erzeugt der Fernseher eine zufällig generierte Device-ID. Wie ihr HBB aktiviert, das mit der roten Taste zu der jeweiligen Sendung. Das heißt, ihr geht zu der jeweiligen Sendung und drückt hier einfach nur die rote Taste und schon habt ihr hier die Mediathek. Da gibt es dann verschiedene Punkte, je nachdem welcher Sender das ist, je nachdem variieren auch die Inhalte. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann verwendet doch unsere Webseite. Wollt doch ihr euer Produkt auf unserer Webseite vorstellen, dann verwendet unser Kontaktformular. An dieser Stelle recht herzlichen Dank an die Firma Arezak Lechner und Firma Brun, die uns diesen Fernseher freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Technikbauer sagt danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.